Erwin Angerer, FPÖ, spricht. Wir haben in diesem Budget eigentlich als eines der wesentlichen Ziele definiert bekommen vom Herrn Minister, den Erhalt und die Absicherung des Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Und wenn wir uns dann die Ziele und Maßnahmen anschauen, dann muss ich sagen, dann werden die nicht wirklich gerecht, wenn da dann von Zielen gesprochen wird, dass man einem Fremdenführer in Zukunft anstatt des Leinenpapierausweises eine Scheckkarte als Gewerbeberechtigung in die Hand gibt oder ein Kosmetiker in Zukunft auch Haarentfernung mit Laser durchführen kann. Also ich glaube, das wird unseren Wirtschaftsstandort nicht wirklich absichern. Und der Kollege Matzner, der hat schon angesprochen, zu Recht angesprochen, das Wesentliche unseres für die Absicherung des Wirtschaftsstandortes sind einfach die Energiekosten. Und es titeln leider Wirtschaftszeitungen mit der Industriewüste Europas, die uns droht. Deutschland hat offensichtlich die Alarmglocken erkannt und greift ein. In Österreich, sie versuchen es immer noch mit Einmalzahlungen, mit Symptombekämpfungen zu lösen und Geld zu verteilen. Jetzt haben wir schon in der vergangenen Krise Milliarden an Förderungen ausgezahlt und ich glaube, es ist auch unbestritten, und da kann man viele Schönreden versuchen, aber es ist unbestritten, dass hier auch Überförderungen passiert sind und wir heute in einem Rat sind, koste es, was es wolle, aus dem wir nicht mehr herauskommen, aus dem Sie nicht mehr herauskommen. Und wenn wir uns das Budget heuer anschauen und ein Defizit von 17 Milliarden ausweisen und in den nächsten Jahren bis 2026 aus diesen Abgängen nicht herauskommen werden, dann kann das keine richtige Standortpolitik und Wirtschaftspolitik für unser Land sein. Wir haben heute 5-mal höhere Stromkosten als die USA und 10-mal höhere Gaskosten als die USA. Und das werden unsere Betriebe, unsere Wirtschaftsbetriebe auf Dauer nicht aushalten. Unsere Betriebe werden entweder zusperren oder abwandern. Das wird einfach das Ergebnis sein. Und wie gesagt, Deutschland hat das erkannt. Und es gibt Krisengewinnler, die sind auch schon mehrfach hier diskutiert worden. Das ist der Staat auf der einen Seite. Wir haben Mehreinnahmen heuer im Budget von über 13 Milliarden Euro. Trotzdem machen wir ein Minus von 17 Milliarden Euro. Also eine Krisengewinnler ist der Finanzminister. Trotzdem kommen wir mit dem Geld nicht aus, das wir einnehmen und den Leuten aus der Tasche ziehen. Die zweiten sind die Energiekonzerne, die Milliardengewinne ausweisen und zu guter Letzt sind es noch die Erdölkonzerne, wie zum Beispiel die OMV, die auch Milliarden Gewinne ausweisen. Und das alles geht zulasten unserer Bürger und sie greifen eben in die Ursachen nicht ein, sie bekämpfen nur die Symptome. Und ein weiterer Krisengewinnler ist die Wirtschaftskammer. Die Wirtschaftskammer, die natürlich ihre Umlagen, Kammerumlage 1, Kammerumlage 2, jeweils auf den entsprechenden Einnahmen oder auf den entsprechenden Umsatzsteuerforderungen und Lohnsummenforderungen der Unternehmer aufbauen, die ja natürlich auch wieder zusätzlich Beiträge erwirtschaften und auch wieder ein Krisengewinner sind. Und wir haben schon in der Corona-Krise mehrfach gefordert, dass die Wirtschaftskammer endlich auch einen Beitrag für die Wirtschaft leistet und von ihren Beiträgen heruntergeht und auf Beiträge zumindest zum Teil verzichtet oder Mehrfachmitgliedschaften endlich beendet und diese Mehrfachmitgliedschaften abgeschafft werden. Und deshalb bringe ich einen entsprechenden Entschließungsantrag ein, betreffend keine Mehrbelastung durch Zwangsmitglieder der Wirtschaftskammer Österreich durch infolge der Teuerung steigende Kammerbeiträge. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die sicherstellt, dass die Wirtschaftskammer Österreich auf die infolge der Teuerung steigenden Kammerbeiträge verzichtet bzw. diese an die Zwangsmitglieder zurückzahlen. Die Bundesregierung wird weiter versucht, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der die gänzliche Abschaffung der Mehrfachpflichtmitgliedschaften zu den Fachgruppen bzw. Fachverbänden der Wirtschaftskammer sichergestellt wird. Dankeschön. Über die Mehrwertsteuer nehme Österreich 13 Milliarden Euro mehr ein. Derzeit trotzdem gebe es ein Budgetdefizit von 17 Milliarden Euro, kritisiert der Wirtschaftssprecher der FPÖ. Erwin Angerer.